Und herzlich willkommen wieder bei Strategie Command One Europe. Mehr Spieler gegen Medoberg und mal sehen, wir sind wieder hier hinten. Also es dürfte schon darauf hindeuten, dass er Truppen nach Ägypten verschiebt. Wäre, finde ich, jetzt auch einfach das Naheliegendste, was man als Brite tun kann. Wir schieben ja auch unsere Truppen nach Osten. Ja, und müssen sehen, die paar Taler, die paar MPP, die wir haben, wo man die wieder reintut. Klar, 450, das ist schon mehr als die einzelnen Alliierten haben. Ich weiß gar nicht, wenn man die alle zusammenzieht, welche Größenordnung die sind. Wir können ja mal gucken. Aber bei all dem, was theoretisch noch auf der Liste steht, naja, es ist nicht endlos viel und jetzt muss man ja eigentlich gerade Panzer kaufen. Also die Royal Navy greift die Vichy-Flotte an. Okay, Malta schlägt wieder zu. Es gelingt nicht, Dakar zu erobern. Das ist auch schon mal gut, sonst hätte er eine ganze Menge MPP daraus gekriegt. Da ist ein Schlachtschiff. Ja, wir sehen ein Schlachtschiff. Und liebe Italiener, ihr macht bitte nichts in Griechenland. Ja, ich habe jetzt eigentlich keinen Nerv hier auf noch eine zusätzliche Front. Ihr doch komplett hier unten seid. Und wenn dann so viele Briten hier sind, kommt er am Ende noch auf die Idee, die nach Griechenland zu schicken und dann wird das lästig. Also so quasi historisch, die dahin zu schicken. Also nein, wir werden Griechenland nicht angreifen. Ansonsten nichts weiter los. Dann fast am Überlegen, ob man dem U-Boot da nicht rein könnte, aber ich glaube jetzt nicht, dass das Schlachtschiff da alleine steht. Wenn du hier zu der Linie ein bisschen außen rum fährst, vielleicht. Unser Kollege hier aus dem spanischen Hafen. Und du kreuzt einmal und fährst einen Meter weit in einen Zerstörer rein. Das hat sich gelohnt. Da ist da noch einer, für den aber kaum Geld da ist. So, du hast hier getankt. Du kannst eigentlich schauen. Vielleicht hat er noch ein U-Boot oder so, das aufpassen soll. Wir hatten ja mal unser U-Boot gesehen vor einer Weile. Gleichst du dich erstmal raus, aber okay, da ist alles ruhig. Und ihr versteckt euch erstmal da hinten irgendwo. Ja, so weit, so gut. Bordeaux war zum Glück auch nichts mehr los. Dann unterstellt. Also ein bisschen gucken, was da so los ist. Oh, wir können ja einmal fliegen, nur so zum Schauen. Wo ist der Abfangjäger? Vielleicht ein bisschen Schaden, ein bisschen was da. Schon mal auch keine Armee da drüben. Ja gut, die stehen recht weit hinten, aber du gehst jetzt auch nochmal ein Stück nach hinten. Nur so, falls es da doch zu Gegenangriffen oder sowas kommt. Checkst du gerade eben Paris, das passt schon. Sagen, du hüpfst da noch in die sekundäre Versorgung, eine passt in Paris selbst auf. Aber ihr könnt hier eigentlich vorläufig auch erstmal wieder raus. Der und dann das Heer nach Osten bringen. Ich habe letztes Mal gezählt, ich glaube 10 Felder Warschau war ja hier bei Glogau in der Nähe. Aber noch ist das ja noch nicht so dringend. Weil eh noch nicht so viele Einheiten da sind. Wobei 10 ist schneller voll als man denkt. Das ist auch einfach so eine praktische Erfahrung. Also 18 innerhalb von 10 Feldern. 18 Einheiten so natürlich. Dafür können wir für den Moment dann da auch stehen lassen. Ach, noch ein Fadi, du kommst natürlich auch mit. Jenische Panzer, die könnten ja könnte hier auch noch ganz nett werden. Ihr wartet ansonsten alle ab. So, der deutsche Panzer, der hier Rikako helfen sollte. Na gut, du könntest hier nach Neapel in den Hafen. Und dann verschieben wir dich nächstes Mal von da. Wir können hier ein bisschen die Sichtweite aufklären. Und dann fährst du nach Benghazi oder wir heilen dich erstmal, weil das hier hinten ja alles nicht so ganz einfach ist. Ja, oder wir gucken mal zu den italienischen Punkten. Ich glaube, wir haben ansonsten hier alles Wichtige gemacht. Damit so 125 rein pro Runde.
Heißt, wir müssten 75 Punkte über haben, damit das Forschen nächste Runde weitergehen kann. Außer natürlich, wir haben Glück und die Industrie geht durch. Mal sehen, ich hätte schon gerne das hier. Vordersten Einheiten auch schon mal die Infanteriewaffen erhalten. Und das müsste ja aufgehen. So ziemlich auf den Punkt genau. Ja, dass ihr jetzt schon mal hier ihr an der Front die Infanteriewaffen habt. Also eigentlich kann mir vielleicht auch noch dahin, hier so Gruppe Armeen ist. Naja, und dann forschen wir im nächsten Zug. So, wir müssten auch irgendwann, naja, aber dann forschen wir dann nächstes Mal die Infanteriewaffen weiter. Der Panzer ist da und ihr sucht ihm einen Weg, ihr bewegt euch alle. So, und wir müssen weiter Panzer kaufen mit den Deutschen. Da führt nichts dran vorbei. Ihr werdet im März da. Okay. Sind sie da? Dann upgradet man. Dann haut man die irgendwie an die Front. Das wird noch passen. Und im nächsten Zug kaufen wir dann den reduzierten zurück. Mach hier den. Aber damit die wirklich zeitig da sind, müssen wir, denke ich, im Prinzip beide Panzer jetzt kaufen. Und dann noch den anderen Panzer und dann haben wir auch langsam wieder. Nee, was heißt Geld überhaben? Die Mechanisierten fehlen noch. Wir noch am überlegen, ein paar Kavalleriedivisionen aufzustellen. Einfach. Der Grundgedanke ist immer der gleiche. Die Sowjets haben jetzt wirklich nicht viel Mobilisierung. Wenn wir mit der Kavallerie dann einfach noch ein paar billige, schnelle Einheiten haben, die einfach durchlaufen können. Haben zwar keine Kampfkraft, aber die Sowjets haben ja erstmal nicht so viel, um die zu stellen. Und die sind ja ganz schnell und können zur Not auch hier mal noch eine Garnison oder so machen. Eigentlich ganz nett. So, dann fehlt bei den Deutschen natürlich auch noch in Finnland einer von euch und von den Italienern. Aber die Italiener sollen dann erstmal ihre Infanteriewaffen decken. Das wird schon. Hat eigentlich schon direkt dagegen investiert? Ja, tatsächlich. Wir sind dann immer noch gerade 10% in Führung, aber ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass er auch in Finnland angeht, weil sonst müsste so langsam irgendwer von uns einen Erfolg irgendwo haben, wenn er auf irgendeinem anderen Land drauf ist. Tja, wenn wir dabei sind, unsere Verbündeten, 84%, 74%, 74%, hat sich da überhaupt irgendwas getan? Ich fürchte nicht. Ich denke aber, wir haben dann sonst alles gemacht. Ja gut, du bist ja vor allem für den Jäger da. Wenn der jetzt gerade mal ein bisschen aufgerückt ist, kannst du ja auch schon ein bisschen weiterlaufen. Brauchen dich ja wahrscheinlich auch im Osten, wie die allermeisten unserer Hauptquartiere und Einheiten und alles. Heilen, das wird auch noch lustig. Ja, aber ich denke, uns noch ein bisschen vorlaufen. Ansonsten, dass wir den Zug wieder beenden können. Britische 7. Panzerdivision. Malta macht aber auch echt häufig Ärger. Ach, wann kommen diese Verbündeten denn endlich? Wir brauchen noch Punkte. Zwar ziemlich viele. Und Italien leider auch nicht durch mit der Industrietech, aber so gerade über 200, das passt schon. Ja, und dann an dieser Stelle erstmal wieder vielen Dank fürs Zuschauen. Schaut auch bei Medoberg mit rein und dann bis zur nächsten Folge. Bis denn.